Ich freue mich. Danke, dass du da bist, auch die Claudia, alle sind da und die Teufel sind da und ich liebe Teufelchen, ich liebe Teufel, weil die so unabhängig sind und einzelgängerisch, eigensinnige Kinder. Ich habe mir immer oft Hörner aufgesetzt, weil ich das gut finde, sich selbst durch den Kakao zu ziehen, sich selbst in unmögliche, alberne Situationen zu bringen. Das finde ich notwendig. Wir müssen spielen. Und diese japanischen Teufel sind natürlich in meinem Blut drin, weil ich auch in Japan geboren wurde. Ich hatte eine japanische Nanny, die ich sehr grüße, die leider nicht mehr lebt, aber Tomiko-san. Ja, und ich werde immer weichkäsiger. Ich will nur noch Liebe, nur noch Freundschaft, nur noch Respekt. Und das kriege ich durch die Kunst. Und die Kunst kann mit allem fertig werden. Und die Teufel der Kunst sind positiv, die sind liebevoll, die sind wichtig, sie entlasten uns. Die japanischen Teufel sind da, um uns zu entlasten. Das sind Märchenfiguren. Die sind nicht böse. Ja? All diese Teufel hier sind gut. Ja? Die sind toll, die sind wichtig, damit wir weiterkommen. Und wir können auch unsere Sorgen diesen Teufeln schenken. Ja? Und die Teufel kommen als Wildschwein, die kommen als Kugelfisch, die kommen als Claudia Schiffer, die kommen als Baby, die kommen aus den Wäldern, aus den Meeren. Ja, viele dieser Teufel sind Selbstporträts. Devil Outside ist natürlich eine Liebeserklärung an Devil Inside von In Excess, ein toller Song. Es sind alles Liebeserklärungen an Japan, an Deutschland, an das Gesamtkunstwerk Japan, Gesamtkunstwerk Deutschland, Gesamtkunstwerk Europa. Wir brauchen wieder Kunst als Maß aller Dinge. Wir brauchen die Macht der Machtlosigkeit. Wir müssen uns wieder wohlfühlen ohne Macht. Ja, ohne Macht. Das ist Kunst. Du hast keine Macht. Ja, und das ist das Tollste. Wir müssen wieder lernen, dass Macht scheiße ist. Politische, religiöse Macht ist scheiße. Wir brauchen sie nicht. Sie produziert nur Opfer. Wir brauchen nur Machtlosigkeit. Wir brauchen Liebe. Ja, Liebe und Kunst, das ist das Gleiche. Wir müssen auch mit den Teufeln liebevoll umgehen. Die werden uns kuscheln, die wollen nichts Böses. Kunst ist frei, sie muss total frei sein, komplett, ohne politische Agenda, ohne Religiosität. Sie muss einfach frei sein, müssen wieder frei werden. Die Welt da draußen ist so furchtbar. Und alles, was da draußen furchtbar ist, ist ideologisch. Alles ist ideologisch begründet. Und Ideologie kommt nur von Politik und Religion und nicht von Liebe und Spielen. Ja, wir müssen wieder spielen lernen, Freiheit aushalten, wir müssen uns befreien von furchtbaren Dingen, ja. Und ich will eigentlich nur noch, dass wir uns alle wegkuscheln, ja, in die Zukunft kuscheln, ja. Ich bin halt so, ich kann es nicht mehr ändern, ich halte es nicht mehr aus, diese ganzen schrecklichen, verhärmten Menschen, die sich nur noch zwangskollektivieren. Ich kann es nicht mehr aushalten. Steh doch da mit deinem Rückgrat. Und manchmal bist du gebeugt, weil es schwer ist, weil es nicht leicht ist, aber du musst einzeln wieder auftreten. Wir sind hier drei einzelne Personen. Meine Mutter ist eine Einzelperson. Und es soll wieder alles zwangskollektiviert im Gruppenzwang, im Herdentrieb erledigt werden. Aber das produziert doch nur Opfer. Steh da einzeln für das ein, was du willst oder was für dich wichtig ist. Und das ist Kunst. Ich kann das nicht übertragen. Ich kann keine Traumata übertragen, keine Schuld übertragen. Das muss ich alles selber klären. Ich muss damit selber zurechtkommen. Auch mit der Malerei und mit dem Wildschwein und mit Mumin hier. Mumin, das ist einzeln, das ist eine Einzelfigur. Ja, Mann, wir waren in den 80ern schon so weit, viel weiter. Guckt euch wieder Silas an, Patrick Parkar, guckt euch Raumschiff Enterprise an, Mondbasis Alpha 1 Orion. Das war alles so philosophisch. Ja, die Moments wurden von den Japanern wieder in die Welt gesetzt als Film. Die Japaner lieben die Moments. Die Moments sind auch Teufel, die haben auch zwei Öhrchen. Ja, jeder Hase ist ein Teufel, ja. Das ist nichts Negatives. Ja? Wir müssen uns wieder einlassen auf das, was in den 80ern, 90ern noch geil war. Freiheit, freies Denken, alles ist erlaubt, keine Befindlichkeit oder wenig. Ja? Kunst hat nicht
Hautfarbe, Alter oder Sexualität zu tun oder wie ich bin. Alles ist okay, alles ist erlaubt, alles in Ordnung. Ja, das Maß der Kunst ist die Zukunft und spielen, einfach loslegen, ja. Ich bin entsetzt, dass Themen, die eigentlich abgehandelt wurden, vor Jahren, vor Jahrzehnten wieder auf dem Tisch liegen. Es war vollkommen klar, dass alles in Ordnung ist in der Kunst. In der Realität ist so viel Scheiße, dass wir die Realität zensieren sollten. Aber das muss jeder einzeln machen, das können wir auch nicht kollektiv. Ja? Einzeln müssen wir uns darüber klar werden, was wir machen und was nicht. Das kann ich nicht übertragen. Ja? Es soll immer alles übertragen werden auf alle anderen. Nein, Kunst ist kein politischer Aktivismus, weil politischer Aktivismus ist nur die Vorform von Politik und Politik ist Ideologie und Ideologie ist Religion und das ist einfach negativ. Ich muss das selber machen, Selbstverantwortung übernehmen, nicht mich repräsentieren lassen, die Dinge präsentieren, mein Herz präsentieren, wie Parsifal, aufmachen, auch wenn die da reinstechen. Die stechen da rein, aber gut, das muss man aushalten. Ja, ich war immer so. Ich war immer ein Parsifal, war immer ein Träumer. Ich habe immer das Herz ganz weit aufgemacht. Und deshalb haben da ganz viele Leute reingestochen. Ich habe es nie für möglich gehalten, dass die Leute das nutzen, wenn man offen ist, dass da reingehaut wird. Und ich will es einfach nicht mehr. Ich will nur noch familiäres Denken. Ich will den Einzelnen wahrnehmen, die Einzelne, das Einzelne. Das Einzelne zählt. Alles andere ist Kitsch. Ja, du bist nicht deshalb stärker, weil du viele bist, sondern du musst stark alleine sein, auch in deiner Schwäche. Das ist Kunst. Ich habe Kunst sozusagen an mir abspielen lassen oder passieren lassen, um unabhängig zu sein. Das ist das Wesentliche der Kunst. Bleib unabhängig. Unabhängig. Ja, du musst nicht Ärsche lecken. Musst du nicht. Ich habe es auch nicht gemacht. Und sehr wenige. Vielleicht wollte man das mal, dass ich viele Ärsche lecke, aber ich konnte es einfach nicht. Deshalb bin ich auch immer noch irgendwie sehr hermetisch, eigenständig und merkwürdig. Ja, deshalb haben sie auch wahnsinnig viele Türen zugemacht. Ja, aber die Kunst macht die Türen wieder auf. Diese zugemachten Türen, sind auch Räume, die dahinter sind, wo man nicht hingehen sollte. In die politischen, religiösen Räume sollte man nicht gehen. Weil da ist echt nicht viel zu holen aus der Vergangenheit. Ja, und die Zukunft ist Kunst, Evolution. Ja, wir müssen wieder die Waldeinsamkeit aushalten, Richard Wagner aushalten. Wir müssen überhaupt Sachen aushalten, aber alleine geht das auch. Wenn mir immer gesagt wird, das darfst du nicht aushalten, so kannst es nicht sein, so geht es nicht. Das sind Verbote, die darfst du nicht hinnehmen, annehmen. Es darf in der Kunst keine Verbote geben, höchstens in der Realität. Da muss ich bestimmte Sachen einfach von selbst verbieten in der Realität. Das ist doch klar. Ist doch klar, dass du keine Gewalt ausübst. Es ist doch klar, dass du keine realen Kriege mehr machst. Es ist doch vollkommen klar, dass du niemandem mehr was antust oder auf Kosten anderer lebst. Es ist vollkommen eindeutig. Ja, und wer das macht, muss vor ein Gericht, vor sein eigenes Gericht. Wenn ich die Welt spalte in religiöse und politische Zonen, dann wird eben ein Opferprinzip produziert. Weil Religion und Politik leider immer darauf aufgebaut ist, die Menschen und die Menschheit und alles zu teilen, zu spalten. Kunst spaltet nichts. Kunst ist Zusammenhalt, ja? Zusammenkommen, aber einzeln. Nicht Formfleischmenschentum. Du musst dich nicht verstellen in einem Kollektiv. Ja? Nein, du bist einzeln da und kannst mit anderen dann gut leben, indem du einzeln im Atelier dein Ding machst, zu Hause. Es ist Platz genug für alle Gedanken. Es ist Platz genug für alles. Ja, in der Kunst braucht man keinen Wettbewerb. Ja, das ist für mich die neueste Erkenntnis. Wir denken immer, Wettbewerb würde uns nach vorne bringen. Nein, die Zeit ist ausgereizt. Wettbewerb ist pyramidal. Das heißt, der Geilste wird da belohnt. Der Zweitgeilste vielleicht auch noch. Und die Bronzemedaille auch noch. Und danach ist nichts mehr. Und was ist mit dem anderen? Ja, der Wettbewerb führt zu nichts. Es muss aus dem Eigeninteresse, aus der Eigenverantwortung, aus der Selbstbehauptung kommen. Kunst ist eine Selbstbehauptung. Das Selbst ist entscheidend. Selbst etwas tun. Selbst etwas präsentieren. Sich nicht repräsentieren lassen. Von keinen Gurus, von keinem Mitlauf, keine Mitläuferei.
selbst es tun und auch auf die Gefahr, dass du versagst, dann hast du wenigstens selbst versagt. Menschen, die dein Leben leben wollen, mögen gehen, denen muss man die rote Karte geben. Es gibt ganz viele Menschen, die wollen dir dein Leben abnehmen. Ja, das sind Politiker, Gurus und Religionssüchtige. Und da muss man leider und liebevoll Nein sagen. Mein Leben lebe ich selber. Jeder lebt das Leben, was sich an ihm abspielt. Das kann ich nicht übertragen. Und deshalb habe ich damals das so unendliche Glück gehabt, in der Kunst zu landen. Ja, ich wollte das gar nicht. Aber ich wollte die totalste Freiheit. Schon als Kind, schon als Baby. Ich wollte immer frei sein, unabhängig. Das bedeutet auch, dass man Einsamkeit aushalten muss. Ja, man muss auch aushalten, alleine zu sein oder nicht einer Klientel anzugehören. Habe ich die Idee gehabt und haben wir dann die Idee zusammen gehabt, dass ich eine Ausstellung in meinem Kunstraum mache mit Jonathans Teufelbildern und den japanischen Teufeln, weil ich ja in meiner Galerie und in meinem Art Space spezialisiert bin auf japanische Kunst. Und ich habe dann, hat es jetzt 7 Jahre gedauert und es ist jetzt auf einmal alles an seinen richtigen Ort gefallen. Ich habe eine wunderbare Privatsammlung von japanischen Teufeln, das sind vor allem Farbholzschnitte und Tuschemalereien, bekommen. Und dann hatten wir auch den Zeitpunkt gefunden und es hat dann auf einmal geklappt und es ist eine wunderschöne Ausstellung geworden. Also zum Beispiel haben wir hier ein Blatt, ein japanischer Farbholzschnitt. Es ist ein Kimono-Entwurf von einem Herrenkimono und das ist die Rückseite. Und da sitzt oben in einem Wirbelsturm Raijin, das ist der Windgott, der japanische ist auch ein Teufel, auch ein Oni. Der lässt eine Angelschnur herunter und fischt einen Fugu-Teufel von Jonathan. Und wie wir alle wissen, ist Fugu der Kugelfisch, der eine Leber hat, da befindet sich ein Gift drin und wenn das nicht richtig gut zubereitet wird, dann kann man sterben. Also auf jeden Fall ist das schon eine sehr wunderbare Verbindung in der Ausstellung. Teufel, die ja überall in unserem Alltag auch sind, die sollen ausrutschen und sich wehtun und dann verschwinden. Und so sind überall auch immer wieder Verbindungen zwischen den Teufeln von Jonathan und den japanischen Teufeln. Aber wir haben auch viele kleine Teufel in kleinen Formaten von Jonathan, die sich eben auch wunderbar mit den japanischen Teufeln eben zusammenfügen. Also hier auch ist ein auch wiederum Kintaro, der einen Bären auf seine Hand tanzen lässt und 3 Teufel musizieren dazu. Einer spielt Flöte und 2 Trommeln. Und so geht es weiter und die Ausstellung erzählt viele Geschichten und jeder kann diese noch selber für sich weiter ausspielen. Da passiert ein Zauber, nämlich dass Zukunft möglich ist. Das ist Kunst. Alles andere verhindert Zukunft. Ja, wir müssen nicht mehr Zeitreisen machen in die Zukunft. Die Kunst wird es garantieren. Aber wenn ich politisch bin und im Zwangskollektivismus etwas abhandeln will, lande ich eh nur in der Vergangenheit. Ich bin schon in dem Moment, wo ich etwas Spalterisches fordere, bin ich schon ein Zombie. Und wir wollen keine realen Zombies. Die gehören in Gruselfilmen. Ja? Aber die Politiker, sorry, dass ich es so pauschal sagen muss, aber es geht nicht anders, die Politiker heute und die Religionssüchtigen, das sind Zombies. Und die paar, die es nicht sind, denen wünscht man, dass sie möglichst bald aus diesem Zwangskollektivismus aussteigen. Aber das ist nicht so einfach, weil sie ihr Nest schon bereitet haben. Aber man muss ihm auch mal eine Konsequenz ziehen.
Kunst ist ein konsequenzionales Leben. Das heißt, ich muss für das, was ich tue, Konsequenz aushalten und annehmen. Ich habe Verantwortung. Ja, ich kann keine Verantwortung ideologischer Natur abgeben als Künstler. Deshalb will ich mich niemals vor eine politische Partei stellen oder sie unterstützen. Ich unterstütze überhaupt keine Politik. Für mich ist jede Politik falsch und jede politische Partei ist falsch und gehört in die Vergangenheit. Politik gehört auf die Bühne. Dort müssen wir sie sezieren, auseinandernehmen und erkennen, wie schlecht sie ist. Und erkennen, dass es nichts mehr bringt. Es gab vielleicht mal politische Zeiten, die okay waren. Aber das ist lange vorbei. Jeden Tag Horrornachrichten, weil die Menschen nicht mehr leben, keinen Respekt mehr haben, keine Zukunft mehr ermöglichen. Wie viele Leute sind gegen die Evolution oder die Entwicklung, in der wir sind? Wir müssen auch mal traurig sein dürfen. Wir müssen auch einsam sein. Ja? Aus der Einsamkeit, aus dem Einzelnen kommt das Wichtigste. Es ist keine Gruppendynamik, die uns irgendwie weiterbringt. Nicht? Gruppendynamik ist kosmetisch. Das ist eine kosmetische Veränderung, die aber in dem Moment umschwenkt, wenn die Rache kommt. Wir arbeiten die ganze Zeit mit Rache. Jetzt sind wir dran. Jetzt habt ihr genug Macht gehabt. Jetzt ist unsere Macht am Start. Habt doch mal gar keine Macht. Ist doch viel schöner. Übertragen die Macht in die Bilder, in die Zeichnung, in den Tanz, ins Ballett. Ja, sei ein Transformator. Gib ins Theater, in die Oper die Macht. Ja, gib sie ab. Das ist meine Devise. Wenn ich Macht haben sollte, werde ich sie sofort der Kunst schenken. Ich will keine Macht. Ja, dass man Geld verdient, um ein bisschen unabhängig zu sein, alles in Ordnung. Aber es ist immer die Frage, was du daraus machst. Machst du mit deinem Geld irgendwas ideologisch Beschissenes? Oder kannst du es irgendwie investieren in was Liebevolles? Geld ist nur ein Objekt. Ich höre auch gleich auf. Aber wichtig ist zu erkennen, dass nur Kunst Dinge objektiviert. Ja? Ideologie ist reine Subjektivierung. Ein Ideologe macht sein Licht zum Maß aller Dinge. Ein Ideologe denkt, die anderen sind so scheiße, dass ich sie zu Mitläufern machen muss. Zu Mitläufern meines miesen Systems. Ja? In der Kunst heißt es, geh nach Hause, mach dein Ding, arbeite dich an dir selber ab. Und die Schuld trägst du selbst und die Verantwortung. Und wenn du das tust, so lebst, ja, indem du keine ideologische Verantwortung abgibst, dann hast du auch ein Glücksgefühl. Und das kann jeder, egal welche Hautfarbe, egal wo du geboren bist, egal wie alt du bist, sogar egal wie krank du bist. Es ist vollkommen wurscht. Ja, Kunst kannst du immer machen. Als nulljähriges Menschenkind oder als 150-jähriges Menschenkind. Na, die Natur macht eh nur Kunst. Die kann gar nichts anderes, weil es keine Ideologie in der Natur gibt. Ja, es gibt gar nichts Ideologisches im Märchen. Das wird nur gespielt. Der Kosmos kennt gar keine Politik. Ja, der Kosmos ist keine Partei. Die Erde als Fläche ist keine Partei. Deutschland darf gar keine Partei sein. Wir dürfen Deutschland, Europa und die weltliche Parteien quetschen. Ja, wie klein denken wir uns dann, dass wir es zerhäckseln und in eine Partei pressen? Das kann man auch heute nicht mehr machen. Nach 1945 ist das undenkbar. Wir können das so nicht mehr machen und handhaben. Wir können nicht mehr Politikern unser uneingeschränktes Vertrauen schenken. Das ist auch schlimm den Politikern gegenüber. Die sollen doch am Strand spazieren gehen mit ihren Enkelkindern. Die sollen doch wieder leben. Ja, die sollen doch nicht mein Leben leben. Ja, ich will das einfach nicht. Ich verlange, dass ich mein Leben selber leben darf. Und ich mache das mit Anstand und Liebe, indem ich mich der Kunst widme. Das ist doch nicht so schlimm. Ja, ich will das Gesamtkunstwerk Deutschland. Ich will, dass wir Deutschland politisch und religiös entleeren und mit Liebe und Kunst füllen. Ja, das sollen die Engländer genauso mit England machen und die Franzosen mit Frankreich und die Japaner mit Japan und die Chinesen mit China und die Russen mit Russland und die Ukrainer auch, müssen sich mit Kunst füllen. Ja, und die Zeit nutzen, das andere abzuleiten. Weg in die Kloake. Ja, wir müssen einen Neustart machen. Nullpunkt. Ich dachte immer 1945 war der Nullpunkt. Nein,
Es gab immer wieder Nullpunkte, aber die Menschen haben nichts daraus gemacht. Haben wieder Spaltung, wieder die Menschen gegeneinander aufhetzen. Ne? Ja? Also nichts gelernt, von gar nichts. Ne? Wir müssen Leuten wie Beuys zuhören. Wir müssen Leuten wie Warhol zuhören. Oder Louis Bourgeois. Oder auch bestimmten Literaten. Wir müssen Richard Wagner zuhören. Richard Wagner ist politisch gescheitert. Weil Politik immer scheitert. Aber das Gesamtkunstwerk hat überlebt. Richard Wagner hat in der Musik überlebt. Nee, er nicht als Mensch, als Politiker nicht und auch nicht als Religiöser. Auch die Religion Richard Wagner hat nicht überlebt. Die Wagnerianer überleben nicht. So wie die Musik. Die Musik hat überlebt. Wie geil ist das denn? Genauso wird hier all das hier überleben. Ich aber nicht. Zum Glück. Ich freue mich schon, wenn ich nicht mehr da bin. Ja, ich finde das super. Ich finde das ganz toll. Ich will nicht von einem Gott erschaffen worden sein. Ich bin nicht so wichtig. Ich bin Feenstaub. Ich will diese Arroganz nicht haben, zu meinen, dass ich richtig liegen würde. Ja, lass doch die Kunst richtig liegen. Die ist unabhängig auch von mir. Die Kunst ist unabhängig vom Künstler. Ist das nicht eine tolle Erkenntnis? Ja, die Leute, die hier diese tollen Teufelchen gemacht haben, die sind längst tot. Aber die Kunst lebt. Und sie gibt uns so viel Glück und so viel Zukunft und so viel Zuversicht, wenn wir denn da auch mal hingucken. Ja, und nicht immer nur denken, wir sind das Maß aller Dinge. Nein, wir sind es nicht. Wir sind nur Gast auf diesem Planeten. Alles ist Milliarden von Jahren alt. Ja, und wir sehen alles nur mit dieser politisch-religiösen Brille von uns selbst. Ja, das ist ein Wahnsinn. Wie geht das? Wie arrogant sind wir? Leute, die behaupten, das sei alles nur ein paar tausend Jahre alt. Was ist das für eine Arroganz? Dinosaurier, selbst wenn es sie nicht gegeben hat, es wäre so wunderbar, wenn es sie gegeben hätte. Und warum sind sie nicht die Geileren als wir? Hoffentlich kommt irgendeine Spezies, die geiler ist als wir. Warum denn nicht? Ist doch nicht schlimm. Meine Mutter muss auch irgendwann gehen. Ich hoffe nie. Ja? Aber das Prinzip Mutter wird ewig bleiben. Und wir leben in einem evolutionären Zustand. Ja? Wir sind nicht die Krone von irgendwas Geilstem. Das Geilste kommt noch. Und das ist doch gut. Ja? Und das Geilste wird flankiert und produziert durch die Kunst. Ja? Das ist das Einzige, was immer überlebt hat. Nichts anderes hat überlebt. Die philosophischen oder ideologischen oder kulturellen oder politischen oder religiösen Ansichten des Pharaos sind gestorben. Das ist alles nur Zeitfenster. Aber die Kunst hat überlebt. Und die Kunst der Dinosaurier, nämlich ihre Knochen, haben auch überlebt. Ja? Nicht die Gedanken, sondern die Kunst. Die Objektivierung hat überlebt. Aber es ist auch nicht wichtig, was überlebt. Nur zu denken, dass es gut wäre, die Welt ideologisch nach vorne zu bringen, ist natürlich widerwärtig. Ja? Weil Ideologie bringt nichts. Ist der größte Gegner der Zukunft. Ideologie ist das, was wir abschaffen müssen. Und das kann jeder Einzelne, jede Einzelne, jedes einzelne Wesen tun. Tiere machen das eh automatisch. Bei Tieren gibt es nur Zukunft. Ja? Weil die sich nicht in irgendwelchen vergangenen Zeiten gefangen halten. Wir wollen immer unsere Freunde angeblich oder unsere Mitmenschen, wollen wir immer gefangen halten in der Vergangenheit. Das interessiert aber die Zukunft gar nicht. Und wer eben in der Vergangenheit leben möchte, ja, dem müssen wir irgendwelche Ausweichmöglichkeiten geben. Aber ein Kind will automatisch in die Zukunft. Und es ist ekelerregend, wenn man Kinder durchideologisiert. Das geht einfach nicht. Man muss den Kindern schon sagen, es ist Kunst, worum es hier geht. Dieses Land, in dem du lebst, das ist Kunst. Der Wald, durch den du gehst, ist der deutsche Wald, ja? Oder der englische Wald. Aber das sind nur Bezeichnungen, Projektionen, ja? Nicht? Der Wald wird dich aufnehmen und dir eine Heimstätte geben, wenn du ihn nicht ideologisierst. Auch Naturkatastrophen, die kannst du nicht politisieren oder religiosieren. Es gibt kein Strafgericht von Gott.
Das sind Erfindungen, um andere Menschen zu kontrollieren. Das weiß auch jeder. Selbst der Religionssüchtigste weiß es, aber er kommt nicht mehr aus diesem Machtkonstrukt raus. Und Kunst ist genau das Gegenteil davon. Kunst ist totale Liebe, totales Spiel, totaler Respekt. Mit der Kunst können wir alles regeln. Der dritte, vierte Weltkrieg muss in der Kunst stattfinden. Überhaupt jeder Krieg. Alle Verletzungen müssen in der Kunst stattfinden. Deshalb muss man auch Brutalität auf der Bühne zulassen. Und man darf nicht glauben, dass wir die Dinge nicht mehr aushalten können. Balthus, all das muss ausgehalten werden. Auch ganz wichtige Kunst von Pasolini, das muss man aushalten. Und wer es nicht aushält, muss ausmachen. Aber wir können es nicht verbieten. Wir können nichts mehr verbieten, was aus der Kunst kommt. Und das ist der Anfang vom Ende. Wenn man in der Kunst etwas verbietet, muss man es in der Realität erleben. Deshalb sind die Politiker und die Religionssüchtigen auch so dabei, die ganze Zeit Kunst zu verbieten. Aber es ist heutzutage noch schlimmer. Und jetzt bin ich gleich zu Ende. Heute kommt die Selbstzensur und das Verbot von den Künstlern selber. Sie sind schon so gehirngewaschen, im Voraus, schon als 14-jährige, 15-, 16-jährige Menschen, sind sie komplett gehirngewaschen, dressiert, zwangskollektiviert, hüpfen nach den Pfeifen irgendwelcher Kindergurus, die eingesetzt wurden von richtigen Gurus. Das ist alles sowas von vernebelt und völlig sektenhaft wahnsinnig. Ja, und da werden also Gesetze geschmiedet, die nur aus der Ideologie kommen. Und ein ideologisches Gesetz ist immer gegen die Zukunft gerichtet und gegen uns. Ja? Und ich bin sehr traurig, dass wir schon Kinder haben, die im Grunde genommen schon die Erwachsenenideologie kapern wollen. Aber hinter denen stehen natürlich wieder Erwachsene. Weil das ist nichts, was ein Kind denkt. Ein Kind kann sowas nicht denken. Das ist wie eine Infusion. Da muss irgendwas passiert sein. Dass man die Kinder immer früher durchideologisieren will. Nicht? Und zu Marionetten machen will, die nach irgendwelchen Pfeifen zu tanzen haben. Das ist mir, also, ich finde es so ekelhaft. Man kann ja alles versuchen zu retten. Die Natur, Klimaschutz, alles super. Aber das muss man einzeln machen. Zu Hause. Man muss es zu Hause klären. Man muss es mit sich und seinen Liebsten klären. Die Straße ist tabu. Die Straße ist ein Ort, wo man von A nach B geht. Die Straße darf niemals ideologisch besudelt werden. Weder für das Gute noch das Falsche. Weil die Straße ist immer falsch bezogen auf Politik und Religion. Wir können Volksfeste machen, meinetwegen. Liebevolle Dinge. Menschen helfen auf der Straße, von A nach B gehen. Aber dass die Straße etwas erzeugen könnte, Straßendruck, ja, das endet immer in der Katastrophe. Wer die Straße besudelt, wird den Horror ernten. Wer Gewalt sieht, wird Gewalt ernten. Es ist so. Und wer gewalttätig ist, auch gedanklich auf der Straße, wird ganz schlimme Dinge erzeugen. Also ich kann nur davon abraten. Und lasst euch nicht instrumentalisieren von irgendwelchen Gruppierungen oder von selbst von den angeblich Guten. Nicht? Die Bösen argumentieren alle so, dass sie angeblich das Gute machen. Ja? Das machen die Guten wie die Bösen. Aber das Gute ist in der Ideologie gar nicht zu finden. Ja? Also wir müssen selbst loslegen. Wir müssen uns an unsere eigene Nase fassen, uns an unseren eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen, bevor wir überhaupt irgendwas verändern können. Wir müssen bei uns anfangen, bei uns. Wir sind die Schuldigen, und zwar nicht im religiösen Sinne, sondern wir können daran arbeiten, geiler zu sein. Aber das ist eine Einzelleistung. Das sind immer Einzelleistungen. Nicht? Und das ist in der Kunst ja auch klar, wie schwierig es ist, zum Teil die Kunst durchzusetzen. Ja, ich kann davon ein Lied singen. Wie viele Balken man mir in den Weg gestellt hat, Wahnsinn. Ja? Aber das muss man eben hinnehmen, damit muss man halt weitermachen. Ja? Und man darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ne? Man braucht familiäre Unterstützung und Freunde. Aber ich darf mich niemals ideologisch zusammenrotten mit anderen. Das geht einfach nicht. Damit rette ich die Welt nicht. Wenn ich in eine Sekte muss, um die Welt zu retten, dann lass die Welt untergehen. Bevor du so ekelerregend wirst, dass du Teil einer Sekte bist, ja, dann hör auf.
dann lass das Ding explodieren. Und zwar morgen schon. Also wenn das der Preis ist, geht nicht. Weil der Preis ist zu hoch. Ja? Der Preis ist nämlich auf Kosten anderer zu leben und auf Kosten anderer irgendetwas zu machen. Du musst alleine nach Hause gehen, du musst alleine deine Träume träumen, du musst alleine schlafen, wie du alleine geboren wirst und alleine stirbst. Ja, diese ganzen Kollektivismen, es geht nicht. Es ist nicht möglich. Und diese ganzen Teufel, die sind alle einzeln. Das sind Einzelgänger. Die treffen sich mal auf dem Schiff, auf einer Insel. Hier, auf der Insel. Das ist eine Insel der Kunst. Hier siehst du die Teufel. Die sind alle völlig unabhängig. Völlig. Aber sie sprechen miteinander, wenn wir nicht hier sind. Da sprechen sie alle miteinander. Ja? Aber sie sprechen, weil sie alle eine eigene Sprache haben. Es gibt keine zwangskollektivierte Sprache. Ja? Das sind alles Einzelfiguren, die eine eigene Sprache entwickelt haben. Und das müssen wir uns einfach gönnen, dass wir alle eine eigene Sprache haben. Ja? Wir müssen wieder die Qualität des Einzelnen hervorbringen. Das war selbstverständlich in Warhols Zeiten und bei Beuys. Das ist verloren gegangen. Nicht? Der einzelne Künstler, die einzelne Künstlerin wird verlacht heute. Die einzelne Person war noch nie so wenig wert wie heute. Das ist noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit. Noch nie. Also, und das, ich spüre das jeden Tag. Die Leute wollen mir meine eigenen Träume nehmen. Das ist Wahnsinn. Wir dürfen uns gegenseitig die Träume nicht nehmen. Aber ein zwangskollektivierter Mensch hat gar keinen Traum. Ein zwangskollektivierter Mensch hat seinen Traum an der Garderobe der Politik oder Religion abgegeben. Das sind Hohlmenschen, da ist nichts mehr. Die suggerieren Träume, da ist aber nichts. Ja, und die ziehen dich in den Abgrund. Ja, und die lachen dabei sogar noch. Die sind voller Schadenfreude, die wollen, dass die Welt untergeht. Diese ganzen miesen Typen. Diese Zwangskollektivierten. Ich hasse es wie die Pest. Ich habe ganz großen Respekt vor einzelnen Wesen. Und ich versuche das immer so zu handhaben. Ich versuche das Einzelne zu sehen. Die Einzelne, den Einzelnen. Ist mir egal. Ist mir egal, wie die aussehen, groß, klein, dick, dünn, wie alt die sind, ist mir vollkommen wurscht. Ja, alles egal. Wer aber nicht mehr das Einzelne erkennen möchte, der muss gehen. Weil die sind so gefährlich, diese Menschen. Weil die sich zusammenrotten, um das Einzelne auszulöschen. Und da ist Kunst das Einzige, was dagegen geht. Ne? Weil es eben objektiv ist. Es ist versachlicht. Deshalb sage ich immer, versachlicht die Führung. Wir brauchen eine Führung. Ich habe nichts gegen Hierarchien. Aber die muss natürlich sein. Meine Mutter ist eine natürliche Führung. Die habe ich nicht gewählt. Die ist nicht links-rechts politisch einzuordnen. Die ist nicht katholisch, protestantisch oder atheistisch. Die ist einfach da. Das ist eine evolutionäre Figur. Ja? Ja? Das ist einfach die Führung für mich. Ja? Oder dass ich meine Freundin liebe. Das habe ich doch nicht gewählt. Das ist passiert. Das ist passiert. Genau wie diese Kunst. Ich wähle die doch nicht. Ich wähle doch nicht, dass ich das so male. Ja? Das passiert einfach, indem ich es zulasse, indem ich es passieren lasse. Kunst spielt sich an dir ab. Wenn du dich hier nicht in den Weg stellst, es ist ganz leicht. Kunst ist das Leichteste, was es gibt. Es ist ein ganz leichtes Spiel. Ja? Die Schwere kommt von der Realität. Und eigentlich kann die Kunst das dann abfangen. Weil die Kunst ist immer leichter als die Schwere. Aber heutzutage wird es so schwer gemacht. Die Realität wird immer schwerer, 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 belastender. Und das Einzige, wie die Leute heute antworten, ist Mehrheit, Kollektiv. Aber das ist Formfleischmenschentum. Die Menschen verschwinden in dem Kollektiv. Sie sind anonym, sie sind gar nicht mehr da. Sie haben überhaupt keine Gesichter mehr. Sie sind verhärmt, sie haben kein Gesicht. Sie haben ihr Gesicht verkauft. Das ist auch japanisch. Verliere niemals dein Gesicht. Weil dann kriegst du keins mehr. Du kannst dir auch keins kaufen. Wer einmal sein Gesicht verloren hat, muss wie Parsifal auf eine Reise gehen, die Jahre dauert, um es wiederzukriegen. Das ist sehr schwierig. Und ich finde es ganz schlimm, wie viele Erwachsene ihren Kindern, auch ihren echten Kindern,
schon das Gesicht nehmen, indem sie ihnen sagen, dass sie in Sekten reingehen sollen, ja, um etwas zu erreichen, was man gar nicht erreichen kann in der Sekte. In der Sekte ist nichts zu erreichen. Wir müssen persönlich mit dem Unglück und Glück unseres Lebens umgehen lernen. Nur das geht. Wenn du nicht persönlich mit dem umgehen kannst und es nicht lernst, dann wirst du eine Horrorfigur für andere sein. Du musst klar Schiff zu Hause machen. Mit deinen Liebsten. Du kannst nicht tausende von Freunden haben. Das geht alles gar nicht. Das ist alles Kitsch. Du kannst ein paar Leute haben, auf die du dich konzentrierst. Ja. Und dann kannst du Kunst machen, wenn du frei bist. Du musst frei sein, Kunst zu machen. Aber es ist so leicht, Kunst zu machen. Ja. Also ich hatte noch nie ein Problem, Kunst zu machen. Aber diese schreckliche Realität da draußen, die macht es mir echt zu schaffen. Und ich muss irgendwie Wege finden, die wegzukriegen. Ich weiß nicht genau wie, durch Kunst natürlich, ja. Aber trotzdem. Ich habe schon das Ideal gefunden für mich, wie man damit umgehen muss. Aber man wird die ganze Zeit ja aufs Glatteis geführt. Und das macht müde, ja. Aber gut, das ist der Preis. Das ist der Preis.